vorstellen, mein Name ist Dr. Florian Frisee. Ich bin Facharzt für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie sowie Facharzt für Orthopädie und Traumatologie und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger. Ich bin seit über 20 Jahren in diesem Feld tätig und eines meiner Lieblingsgelenke ist das Kniegelenk. Und dementsprechend freue ich mich, Ihnen heute ein bisschen was über die Knieprothetik näher zu bringen. Also, wie funktioniert der Ablauf? Wie komme ich zu so einem passgenauen Kniegelenk? Sie kommen zu mir in die Ordination. Wir machen eine Operationsbesprechung. Vorab gibt es einmal ein Röntgen, einfach um zu sehen, brauchen Sie eine Knieprothese, ja oder nein. Ist einfach das Gelenk aufgebraucht, sprich eine Arthrose, Fachjargon Gonarthrose, und Sie haben die entsprechenden Schmerzen, dann wird die Indikation zu einer Knieprothese gestellt. Drüben in der Breitgenick Döbling wird dann für Sie ein Röntgentermin vereinbart von uns, für ein Ganzbeinröntgen und auch für ein Röntgen von Ihrem Kniegelenk und zusätzlich ein Planungs-MRT. Und dieses Planungs-MRT mit dem Röntgen gemeinsam wird dann an die Prothesenfirma gesendet und diese Prothesenfirma produziert dann, die Daten sind anonymisiert, eine Schnittschablone. Und diese Schnittschablone wird dann ca. 4 bis 6 Wochen, nachdem das MRT durchgeführt wurde, mir zur Verfügung gestellt und ab diesem Zeitpunkt ist dann eine Implantation einer Knieprothese möglich. Der große Vorteil dieser Schnittschablonen, hier ist zum Beispiel eine Schnittschablone von dem Oberschenkel, das heißt, ich kann mich mit dieser Schnittschablone perfekt auf den Knochen aufsetzen und habe hier eine 100%ig präzise Schnittführung. Das heißt, ich kann hier mit diesen Schnittblöcken vorbeugen, einen Drehfehler oder einen Achsfehler einzubauen. Und das ist relevant, ja, weil ein falsch implantiertes Kniegelenk, also eine falsch implantierte Knieprothese, führt dazu, dass die Patienten Schmerzen haben, dass es zu einer einseitigen Überlastung der Prothese kommt, mit einem vermehrten Verschleiß, sprich Abnützung, und im schlechtesten Fall auch dazu kommt, dass die Prothese sozusagen ein Implantatversagen hat, also nicht funktioniert und gewechselt werden muss. Die Methode ist im Prinzip für jeden Patienten, für jede Patientin geeignet. Diese präoperative MRT-Planung ist allerdings nur dann möglich, wenn der Patient oder die Patientin bis dato noch keine Knieprothese hatte. Weil wenn eine liegende Knieprothese schon vorhanden ist, ist eine MRT-Planung mit den Referenzpunkten nicht mehr möglich. Die Operation der Knieprothese findet entweder in einer Spinalanästhesie statt, das bedeutet, dass nur die Beine einschlafen, oder auf Wunsch des Patienten in einer Vollnarkose. Die Operationszeit ist zwischen 60 und 90 Minuten anzusiedeln. In der Regel können die Patienten am zweiten postoperativen Tag, wenn die Drainagen entfernt sind, mit der Physiotherapie mobilisiert werden. Das heißt, sie können da schon die ersten Runden am Gang mit zwei Krücken in Begleitung einer Physiotherapeutin oder Physiotherapeuten gehen. Ich möchte noch zum Schluss kurz eine Knieprothese zeigen. So könnte möglicherweise dann Ihre Knieprothese aussehen. Das ist eine spezielle Legierung, das ist Oxonium, sieht auch in echt schwarz aus, nicht nur so wie auf meinem Modell, und hat den großen Vorteil, dass es extrem widerstandsfähig ist, das heißt, der Verschleiß der Prothese ist extrem gering. Das ist ein spezielles Verfahren, wo hier auch noch die ganze Oberfläche keramisch gehärtet wird. Und der Vorteil ist für Allergiker, der Anteil von Nickel, Chrom und Kobalt ist im Promillebereich.